Das Steinhuder Meer, Deutschlands neuntgrößter See, fast 30 Quadratkilometer groß. Der einzige Abfluss ist der Steinhuder Meerbach, der im Westen des Meeres das Wasser ableitet und über 29 Kilometer gen Weser trägt. Die ersten Kilometer bis Rehburg sind Naturschutzgebiet und gesperrt. Hinter Rehburg dürfen die Kajaks aus Wasser. An Wiesen und Wald vorbei geht es dann in Richtung und schließlich durch Nienburg hindurch. Die meiste Zeit des Jahres führt der Meerbach nur wenig Wasser und ist häufig total verkrautet. Daher wollen wir das Frühjahr nutzen, um den kleinen Fluss vor unserer Haustür zu bepaddeln. Hinter Rehburg setzen wir ein. Hier gab es bis vor ein paar Jahren noch einen kleinen Steg, doch von dem ist heute keine Spur mehr zu finden. Der Einstieg gestaltet sich daher etwas holprig und nicht unbedingt komfortabel. Auf den ersten Metern ist der Bach nicht sonderlich tief und schnell wird das vergilbte Schilfgras immer mehr. Erst liegen ein paar umgefallene Bäume im Weg, dann werden es immer mehr. Nach fast einer Stunde haben wir nicht einmal 800 Meter geschafft. Hier ist kaum ein Durchkommen. Ja, das war nichts. Jetzt tragen wir hier einmal über den Acker, holen das Auto und setzen dann später wieder ein. Was meinst du hier? Naja. Der Weg zurück zum Auto war ja Gott sei Dank noch nicht so weit. Damit überspringen wir aber auch diese Sohlschwelle. Wir fahren mit dem Auto knapp 3 Kilometer weiter und setzen auf Höhe des Örtchens Hütten wieder ein. Auch an dieser Stelle befindet sich eine Sohlschwelle, vor der man an der rechten Uferseite ausbooten und umtragen könnte. Aufgrund der vielen Brocken im Wasser ist diese Stelle allerdings nur schwer befahrbar. Wir setzen dahinter ein und paddeln wieder los. Anfänglich führt uns der Meerbach vorbei durch viele Äcker und Wiesen. Eine steife Brise weht uns kalten Frühlingswind entgegen. Dann folgt eine weitere, aber einfach befahrbare Stromschnelle. Vor Flusskilometer 15 befindet sich linker Hand ein Pausenplätzchen, einen geeigneten Ausstieg vermissen wir aber auch hier. Anschließend geht's durch die nächste Stromschnelle hindurch. Hinter der Straßenbrücke, die die Orte Brokelow und Landesbergen verbindet, wartet eine weitere, aber kaum spürbare Sohlgleite. Allmählich werden die Felder weniger, die Bäume entlang des begradigten Meerbachs werden mehr. Julia und ich haben uns heute übrigens für 2 Prion-Kajaks aus dem unverwüstlichen HTP-Material entschieden. Julia paddelt im SIAC 500 LV, der vor allem auf den Geraden seine Stärken ausspielt. Ich habe den Enduro 380 gesattelt, der dem SIAC tempomäßig zwar deutlich hinterherhängt, dafür aber sehr wendig ist und mit dem man sich wagemutig in die Sohlgleiten stürzen kann.
Beide Boote sind bestens geeignet. Mit einem GFK-Kajak würde ich aber grundsätzlich den Meerbach eher ungern befahren. Der Nienburger Bruch liegt vor uns, ein Wald- und Naturschutzgebiet vor den Toren der Kreisstadt Nienburg. Bevor wir aber in dieses wundervolle Fleckchen Erde eintauchen, nehmen wir eine weitere Stromschnelle mit. Aus der Vogelperspektive ist Nienburg bereits gut zu erkennen, ebenso der geradlinige Verlauf des Steinhuder Meerbachs. Zunächst aber genießen wir den Moment und verschaffen uns mit einem heißen Tee etwas Wärme. Im Nienburger Bruch begleitet uns munteres Vogelgezwitscher und wir sehen auch Greifvögel und Fischreiher. Bevor wir den Wald verlassen, wird der Flussverlauf ausnahmsweise etwas kurviger. Auf mehreren hundert Metern wurde der Bach hier vor ein paar Jahren renaturisiert. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie schön der Meerbach wäre, hätte er die gesamte Strecke über seinen natürlichen Lauf wieder. Aber das bleibt wahrscheinlich nur ein Traum. Bei Hochwasser dürfte es an dieser Radwegbrücke durchaus eng werden. Heute kommen wir halbwegs entspannt unten drunter durch. Nienburg liegt vor uns. Zunächst unterqueren wir die Straßenbrücke der Südumgehung, dann die Eisenbahnbrücke der Zugstrecke Nienburg-Minden. Hinter der nächsten Kurve wartet die kniffligste Stromschnelle des Meerbachs auf uns. Heute entscheiden wir uns dazu, anzulanden und diese zu umtragen. Vor ein paar Wochen, als der Wasserstand etwas höher war, bin ich diese Sohlgleite noch hinuntergefahren. Mit nur wenigen Zentimeter weniger wird es allerdings schon deutlich steiniger. Wir folgen dem Meerbach, der nun an Häusern und Gärten, an einem Supermarkt und unter der Hannoverschen Straße hindurchfließt. Auf Höhe der Alpheide-Grundschule befindet sich die letzte Sohlgleite der Tour. Während die Sonne schon langsam versinkt, paddeln wir am Werksgelände der Firma Wiebe vorbei, einem Gleisbauunternehmen. Am linken Ufer befindet sich die berufsbildende Schule des Landkreises. Und auch eine Nutria genießt die schöne Abendstimmung am Meerbach. Wir paddeln unter der Straßenbrücke des Berliner Rings hindurch und erblicken am linken Ufer die Meerbachhalle. Hier trägt vor allem die HSG Nienburg ihre Heimspiele in der dritten Handballliga aus. Rund 300 Zuschauer finden hier Platz. Die letzten Meter führen uns durch die Nienburger Wall- und Parkanlagen. Hinter den Dächern ragt der 72 Meter hohe Turm der St. Martinskirche in den Abendhimmel. Hinter einer weiteren Straßenbrücke sowie mehreren kleinen Fußgängerbrücken wartet das Ende unserer Tagestour auf uns. Die Durchfahrt in die Weser am Hotel Weserschlösschen ist nur bei maximal extrem Hochwasser möglich. Wer auf der Weser weiter paddeln möchte, muss wie wir hier aussetzen und kann auf der anderen Seite der Straße am Ruderverein wieder einbooten. Das war's damit vom Steinhuder Meerbach. Ich hoffe, euch haben diese Eindrücke aus unserem Heimatkreis gefallen. Schreibt mir gern euer Feedback in die Kommentare, lasst gern ein Like oder auch ein Abo da. Vielen Dank und bis bald!